Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeinderade. Ja, wir sind am letzten Feld angelangt, ne, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Und zwar auf Feld 1 bei den Sonnenblümchen. Das Feld 28 habe ich abgeerntet. Da habe ich also zwei Anhänger voll gekriegt. Also das war schon nicht so wenig. Und ich denke mal, hier werde ich auch etwas mehr als zwei Anhänger, denke ich mal, voll kriegen. Ein bisschen halt nur, ne? Ein bisschen mehr, denke ich mal. So, ja, vielleicht anderthalb Anhänger. Ja, gut. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Also, zwei Anhänger und dann eventuell noch einen halben. Vielleicht auch, ja, gut. Ja, muss man mal gucken. Okay. Noch eine Sache in eigener Regie. Am Wochenende kommt nochmal, oder denke ich zumindest, wenn ich schaffe, nochmal ein Livestream. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich am Sonntag sein wird, da ich Samstag Nachmittag oder Samstag tagsüber nicht zu Hause bin. Wahrscheinlich, weiß ich selber noch nicht. Oder vielleicht kann auch sein, dass ich Samstagabend nochmal ein Livestream mache, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt am Wochenende nochmal ein Livestream. Ne? Also das könnt ihr euch schon mal so ein bisschen merken. Ich weiß noch nicht wo, ob ich entweder auf die Gerade nochmal wieder mache oder ob wir woanders machen. Das kann ich so noch nicht sagen. Weil ich das selber so noch nicht weiß. Gut, erstmal hier weiter. Wie gesagt, wir sind jetzt hier am letzten Feld angekommen. So werde ich ein bisschen besser nehmen können. Und sind auch schon fast einmal voll mit Vorgewende. Mal eigentlich ist es doch ganz gut, wenn hier so ein bisschen mehr runterkommen. Wir müssen gleich noch mal gucken, ob wir hier eventuell noch mal fliegen müssten oder kalten vorher. Machen wir aber gleich, wenn wir dann irgendwie eine etwas geradere Bahn hätten haben. Ich mache es jetzt einmal schnell. Das Feld muss nicht gepflügt und auch nicht gekalkt werden. Supi. Das ist jetzt meine vierte Saison, ne? Wir gehen jetzt auf die fünfte Saison. Musste bis jetzt erst ein Feld pflügen. Weiß nicht, ist das im Seasons doch ein bisschen anders mit Pflügen. Also manchmal kommt mir das echt vor. Musste bis jetzt echt nur ein Feld pflügen. Und auch nur, weil da... Wow, mal wieder meist... wieder nicht drauf geachtet, nur weil da Mais drauf war. Und?
können wir nämlich gleich hier runterfahren. Das ist echt ein bisschen komisch, dass jetzt erst ein Feld fliegen musste. Weiß ich nicht, woran das liegt. Entweder liegt das in am Süden geflügen oder ja. Muss nicht geflügt werden. Hier müssen wir auf jeden Fall kalken. Und das werden wir noch machen, denn ja. Da muss auch nicht gekalkt werden, da auch nicht. Nö. Ja, du, dann ist das so, ne? Wenn nicht gekalkt oder nicht gepflegt werden muss, dann muss nicht, ne? Dann machen wir so weiter. Dafür habe ich mir extra einen neuen Flug gekauft. Gibt es noch einen Auftrag, wo man fliegen muss? Ansehen. Ding, sehen, ding, 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 ding. Sehen, sehen, sehen. Robert, das war's. Dann können wir so einen Seeauftrag machen auf Feld 3 oder so. Und er fällt 22. Das könnte man vielleicht noch mal machen. Bringt ja doch sehr viel Kohle. Sag ich mal 21.000, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Könnte man eventuell auch die Mietgeräte dafür nehmen. Vielleicht noch mal ein bisschen was an. Mal gucken, vielleicht werden wir sowas noch mal machen. Obwohl, die sind auch ein bisschen groß, die Mietgeräte, ne? Wenn ich so ein bisschen sehe, Quad drüber. Ja, der Quad an sich nicht, aber die Seemaschine, die da hinten dran ist, das ist doch ein bisschen too much. Nur zur Not würde ich das auch mit meiner machen, ne? Ich weiß nicht, was würde man da denn so hier so 2000 ab? Nein, nicht den Helfer. Nicht den Helfer. Müsste man mal gucken. Also ich sag mal, wie gesagt, also Saatgut haben wir jetzt zu Hause im Hof, da bräuchten wir nichts kaufen. Wie gesagt, nun kann man das auch mit der eigenen Maschine machen. Wäre jetzt auch nicht das Problem. Könnte da sogar den Helfer eigentlich anlassen. Macht hier weiter. Vielleicht werde ich sowas noch machen. Nebenbei so ein bisschen. Ich habe das ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Will man da auf jeden Fall noch ein bisschen Geld zu kriegen. Wie gesagt, Geld können wir brauchen, da wir im Frühjahr uns neue Trecker holen wollen. Ja? Zumindest zwei neue Trecker. JCB ist ja noch neu, relativ neu, sag ich mal. Aber der Case und der Klaas und gehen weg. Ne? Also da, wenn man da auch ein, zwei Seemissionen Aufträge macht, 50, ja, gut, wenn man alle nimmt, so die so
ich sag mal zwischen 10 und 20.000 bringen. Das war ja nun schon ein paar, also dann wären wir locker nachher, weil ich denke mal vielleicht noch ein, zwei Dinge Aufträge, dann würden wir, denke ich mal, an die 100.000 Euro rankommen mit Aufträgen. Weil Dinge haben wir jetzt, ja gut, haben wir auch zu Hause oder am Hof, haben wir halt auch nicht allzu viel brauchen, ja, auch noch ein bisschen selber, ja. Oder wir würden halt mit Gülle düngen. Also muss ich immer so oft aufladen fahren wieder, ne? Das ist auch wieder doof. Achso. Ich glaube, der Güllewagen geht auch weg, wenn wir unseren Glas nicht mehr haben. Oder wir lackieren ihn einfach um. Ne? Ganz schön teuer, glaube ich. Ach, wir müssen mal gucken, denn wie ich das denn machen mit den Güllefässchen. Da ein neues holen, vielleicht noch ein etwas größeres. Das weiß ich auch noch nicht so genau, wie wir denn damit weitermachen mit dem Güllefässchen. In dieser Fall, das haben wir ja Glasfarben gemacht, weil wir hatten ja, oder wir haben ja ein Glas gehabt und dafür war das ja ganz gut, denn so einheitlich, einheitfarbenlich, wenn du denn Gülle gefahren bist. Gärreste haben wir in der BGA noch und noch. Ach, siehst, BGA haben wir ja auch noch was. Mir fällt gerade so ein, die Ballen liegen auch noch am Feld, auf dem Feld. Die müssen wir auch noch wegholen. Oh Mann, wir haben doch einiges zu tun hier noch jetzt. Richtung Herbstmitte, Winter. Wir müssen die Felder hier umreißen. Also Stoppelbearbeitung, ne? Die 42 und die 48 lassen wir erstmal so liegen. Das wird im Frühjahr dann gemacht. Wie gesagt, erstmal muss die 28 gekalkt werden. Dann müssen beide Felder bearbeitet werden. War klar. Müssen beide Felder bearbeitet werden und dann müssen die 1 und die 23, ne, ja, müssen dann wieder angesiedelt werden. Und hier soll ja Weizen drauf. Auch hier kann Weizen drauf, wenn ich mich jetzt nicht mehr alles täuscht. So. Und dann müssen wir noch die Silageballen abholen. Da will ich mir auch einen neuen Ballenanhänger holen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Wenn die 42 und die 48, die lassen wir, wie gesagt, erstmal liegen bis nächstes Jahr. Und dann, oh Mann, 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 oh Mann. Es ist doch noch einiges zu tun. Dann können wir nebenbei nachher immer noch mal hin und wieder mal ein bisschen Silage verkaufen. Das eine Bunker ist ja, oder der eine Bunker ist ja fertig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist halt immer doch noch viel zu tun.
Aber ja, ich sehe gerade, dass wir wieder am Ende der heutigen Folge sind. Wie gesagt, Wochenende Stream auf Samstag oder Sonntag, das kann ich euch leider so genau nicht sagen. Auf jeden Fall wird am Wochenende ein Stream kommen, wo wir weitermachen oder wo wir spielen, weiß ich auch noch nicht. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall ein Stream kommen am Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.